Wie alle Hundebesitzer, verzeihung, sind wir unendlich verliebt in den Hund. Weil wir sind hundertprozentig sicher. Es ist erstens der schönste Hund, den es gibt. Zweitens der klügste Hund. Drittens der liebste. Viertens der eleganteste. Bitte, wie die Lilly läuft. Das ist ja wie gemacht für den Laufstuhl. Komm jetzt her. Irgendwann einmal kommt sie drauf, dass ich nicht mit bin, und dann bleibt sie stehen. Also sie will immer, dass beide, Herrli und Frauli, sollen da sein. Und ganz lustig ist, wenn es spöttische Bemerkungen gibt, manchmal mit Humor, manchmal auch ohne, gibt es gelegentlich, ganz selten. Interessant ist Folgendes, das traue ich mich natürlich sagen mit meinen 1,95 nach dem Frühstück. Es sind meistens sehr kleine Menschen, interessanterweise, die dann gerne den Standard sagen. Ist das überhaupt ein Hund? Ich habe noch nie zurückgefragt, ob die Größe ausreicht für einen Menschen da sein, weil das wäre äußerst unelegant und unfein. Genauso unelegant und dumm vor allem wäre es, ist es, einen kleinen Hund das Hundsein abzusprechen. Die hat alle Wesenszüge eines Hundes. Und das ist ja auch keine Kleinzüchtung, sondern die gibt es seit tausenden Jahren in dieser Form. Kommt aus dem heutigen Mexiko. Die aztekischen Priester haben diese Hunde verehrt und, wie ich gehört habe, sogar verzehrt. Das gefällt mir weniger, aber bitte. Aber ich denke mal, was geht schon raus aus so einem Chihuahua? Manchmal denke ich mir, wann ist ich das ja auch anknabbern, welcher liebe sie und herze sie und unablässig. Großes Geständnis, jeder weiß es. Der so einen kleinen Hund hat oder auch einen großen, dass man ihn herzt. Ich denke mir manchmal, wenn ich ihre Ohrwascheln so nehme, denke ich mir, wie viele Chihuahuas braucht man für einen Sackerl Chips? Ne? Und diese Ohrdövre könnte man es nennen, um diese Ohren knusprig herauszupacken. Wisst ihr? Entschuldige, da ist immer streng mit mir. Aber man sagt ja, man hat jemanden zum Fressen lieb, oder? Es verändert sich das Leben mit Hund nur zum Positiven, weil ein Hund rührt an einem bestimmten Teil der Seele. Und man kann es auch nicht vergleichen. Ich habe zwar kein Kind, aber ich habe von meinen Freundinnen mir sagen lassen, man kann das nicht vergleichen. Man liebt das Kind, aber der Hund rührt einem in ganz anderer Art und Weise und liebt man wieder anders. Und das Schöne, glaube ich, ist, dass sie, das überhaupt bei der Lilly, das ist immer irgendwie, da hast du immer was zum Drucken, es ist immer wer da, wenn der Dieter Leng in der Redaktion ist, dann kann ich ihr alles erzählen. Ich erzähle alles und auch. Sie erzählt es mir aber weiter. Naja, das ist leider, aber sie, in letzter Zeit, glaube ich, haben wir einen Pakt geschlossen, die Lilly und ich, erzähle sie nicht mehr alles weiter. Hallo. Wir kuscheln miteinander, weißt du, es ist wer da. Es ist ein Lebewesen, die paar Monate, wo ich ohne Hund war, es ist furchtbar, in eine Wohnung zu kommen, wenn du es gewöhnt bist. Du kommst in eine Wohnung. Das Trappeln auf dem Parkett. Ja, du hörst nichts, es ist alles ruhig. So, Wahnsinn, wenn die daherkommt. Es ist furchtbar. Und noch was ganz Wichtiges. Wenn man glaubt, es ist was furchtbar schrecklich und bedrückt einem Hund ins Antlitz zu schauen, nimmt einem den Schrecken. Es ist, je mehr man sich über Menschen ärgert, desto mehr empfehle ich, Hunden ins Gesicht zu schauen. Ja, sie nimmt dann den Streit, ja. Stimmt. Ich sage mindestens drei bis viermal am Tag, und zwar aus reiner Seele, wirklich reiner Seele. Also es ist in jeder Weise gesund. Es ist für den Körper gesund und für die Seele gesund, ein Tier zu haben. Und das Schlusswort heißt, Leine oder alleine? Lieber Leine. Jetzt ziehen wir Leine. Yeah. I hope you're ready to take a walk with me. You know.